Kategorie Nachhaltigkeit und Ökologisierung. Mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben, Bestehendes in etwas Neues transformieren, ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen, besondere Rücksicht auf unsere Umwelt, Natur und das soziale Umfeld. Diese Attribute zeichnen die Siegerprojekte dieser Kategorie aus. Der dritte Preis, Dagmar Brunnmeier. Restaurierung und Aufstellung eines Art-Deco-Ofens. Der Hafnerin Dagmar Brunnmeier aus dem Bezirk Rohrbach ist es gelungen, einen alten Kachelofen im Art-Deco-Stil wieder vollständig zu restaurieren und in Betrieb zu nehmen. Im Jahr 2020 hat sie einen historischen Heizofen inklusive Kacheln und Kachelofentüren auf einer Verkaufsplattform erworben. In ihrer Werkstatt wurde jedes Einzelteil sortiert, beschriftet und auf Schäden untersucht. Kleine Risse wurden ausgebessert, abgeschlagene Ecken nachgebildet und neu lackiert. Die verrostete Ofentür wurde zudem gegen eine andere Tür im Jugendstil getauscht und eingebaut. Der Kachelofen wurde schließlich im Oktober 2022 gemeinsam mit ihrem Kollegen Fabian Grünsteudl im eigenen Büro aufgebaut. Über die Ursprünge des historischen Schmuckstücks konnte trotz intensiver Recherche bis heute leider nichts herausgefunden werden. Der zweite Preis. Langmeier Ulna OG. Regionales Uller Bio Speiseeis. Der Konditor Michael Ulner aus Scharnstein produziert feinstes Speiseeis in Bioqualität mit hohem Fruchtanteil. Für die Herstellung wird ausschließlich Bio-Rohmilch aus dem Almtal verwendet. Das Eis ist zudem frei von Farb- und Konservierungsstoffen und ohne künstliche Aromen. Die veganen Sorbet-Sorten werden an die Jahreszeit angepasst, je nachdem, welches Obst im heimischen Anbau gerade Saison hat. Das Bio-Speiseeis wird in kompostierbare Becher abgefüllt und in verschiedenen Größen angeboten. Michael Ulner verkauft seine Eissorten sowohl für den Einzelhandel in ausgewählten Bäckereifilialen als auch für die Gastronomie in 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Wannen. Der erste Preis. Tischlerei Franz Holzleitner. Mitwachsendes Bett aus Zirbe. In der Tischlerei Franz Holzleitner in Desselbrunn wurde ein mitwachsendes Bett für das Kinderzimmer entwickelt. Das durchdachte Stecksystem aus Zirbenholz bietet einen Schlafplatz für viele Jahre und inkludiert sogar eine Wippe und eine Kommode. Der detailreich gestaltete Einrichtungsgegenstand umfasst außerdem eine dimmbare LED-Beleuchtung. Die herausnehmbare Wippe ist beidseitig mit je einem Kugellager ausgestattet und ermöglicht somit eine leichtgängige Wippbewegung. Zahlreiche Grifffräsungen ermöglichen ein leichtes Umbauen des Möbelstücks. So kann das Gitterbett in wenigen Minuten zu einem Kleinkindbett inklusive Kommode umgebaut werden. Liebevolle Details wie Zierfräsungen in Herzform wurden ebenso nicht ausgelassen. Die beeindruckende Bettkonstruktion von der Tischlerei Franz Holzleitner wurde in 30 Stunden geplant und für die Fertigung von einem Bett werden rund 160 Stunden benötigt. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!